kommt, er kommt. Wir mussten die Tour abrupt abbrechen. Hallo mal wieder. Hallo. Eine weitere Lost Place Tour. Das ist hier ein alter, verlassener Erlebnispark. Begleitet uns. Viel Spaß. Mikrowelt. Schwefel. Ah, ich denke mal, hier geht es um Steine, um Evolution und solche Geschichten. Claudia ist da gerade schon in einen Container reingegangen, wo es vielleicht was Interessantes gibt. Wow, Mikroskope. So, das ist hier so ein kleiner Gang. Rechts und links alle mit so Gebäude. Und hier konnte man noch mit Steine, Edelsteine sammeln. Ach, cool. Da konnte man wohl mit einem Sieb oder ähnliches Edelsteine suchen. Wahrscheinlich keine echten Edelsteine, aber ja, super. Da vorne hat es mal gebrannt. Verstehe ich nicht, wie man so einen Scheiß machen kann. So was Schönes hier anzünden. Unglaublich, ja. Hier war ein Bereich mit mehreren Tischen. Hier konnte man wahrscheinlich sitzen, Pause machen, was essen. So. Hier ist ein Raum, sieht aus wie ein Lagerraum. Ja, offene Schränke. Guck mal kurz, ob da was Interessantes drin ist. Ja, allem in so Krams. Hier ist eine kleine Kiste mit Steinen, irgendwelche Kalksteine. Ja, wir gehen mal schnell hier durch und da oben irgendwo ist, wie nennt man das, wie so eine Plattform oder so. Wir versuchen mal, ob wir da hochkommen. Da hinten ist so ein Bistro. So ein Bistro oder so eine Gastwirtschaft. Schauen wir uns jetzt mal an. Ja. Extremer Vandalismus hier mal wieder. So viel steht hier leider nicht mehr. Oh, wir steigen mittlerweile immer höher. Und hier ist noch so ein kleiner Pavillon. Das ist hier übrigens so ein Rundweg. Man konnte komplett hier mal eine riesen Runde machen. Und ganz oben, ah, jetzt sieht man es leider nicht, da ist irgendwie so ein Aussichtsturm. Da wollen wir unbedingt hin. Also Claudia will da unbedingt hin. Oh, hier stand wohl mal so ein Tipi. Ich glaube, die heißen Tipi, ne? Diese Indianerzelte. Aber leider nur noch das Gerüst da, das Gestänge. Ah, wir sind da. Claudia ist schon fleißig auf dem Weg nach oben. Claudia! Ich glaube, Claudia will, dass ich da auch hochgehe. Ah, muss ich wohl, ne? Bis gleich. Wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir wieder im Auto. Wir mussten die Tour abrupt abbrechen. Und zwar, als Claudia gerade oben auf diesen Aussichtsturm drauf war, kam von unten
also auf andere Seite war ein Auto, stand ein Auto und ein Mann mit weißem T-Shirt und mit Fernlicht anscheinend, wahrscheinlich, vermute ich, Fernlicht, Fernlicht, Fernglas. Fernglas im Mit Fernglas, genau. Fernglas und hat uns ganz schön beobachtet. Erstmal habe ich das überhaupt nicht realisiert. Ich sage, ja, guckt er uns an, ja, schön. Und dann, fuck, das ist doch die Security. Ja, in dem Moment, als ich dann zu Ali runtergelaufen bin, ist er ins Auto gestiegen und losgefahren. Ja, mit Vollgas Mit Vollgas in unsere in unsere Richtung. Richtung. Und dann, ja, wir schnell den Aussichtsturm wieder runter, hinten um so eine Ecke über so einen Zaun. Da war geklettert und da, so genau. ein Abhang. Das war Da haben wir uns echt versteckt. extrem hoch und Ja. steil und wir haben uns da hinten versteckt, hinter so einem Stein und wir waren sicher, dass er uns sieht. Ali hat ihn sogar gesehen. Ja, und zwar kam er dann, da war so ein Tisch, so ein Partytisch, kennt ihr ja diese Genau, großen der klappt Tische. so mit klappbaren Und Beinen. der war da wohl hingelegt, damit man besser auf diese Plattform kommt. Und die hat er dann genommen und mal eben die Böschung runtergeschmissen über diesen Zaun. Zwei Und wir Meter saßen von da, uns entfernt. ja, also von ihm aus gesehen, 2 Meter rechts saßen wir. Und er hat das Ding da runtergeschmissen. Ich habe mich erstmal erschrocken. Und dann guckte ich hoch, da habe ich ihn auch gesehen. Und in dem Moment, ich wollte gerade aufstehen, weil ich dachte, der hat uns jetzt erwischt. Aber der hat wohl nur kurz nach geradeaus geguckt und ist dann wieder gegangen. Wir haben so ein Schwein Naja, dann. gehabt. Wir saßen dann noch ruhig, glaube ich, 15 Minuten, haben wir Ja. uns nicht Oh. bewegt, nicht. Und wir dachten, selbst wenn wir rauskommen, der wartet. Irgendwo wartet er, weil der weiß, dass wir nur da lang können. Kommt, er kommt. Wir haben keinen anderen Genau. Weg, keine andere Wahl. Und ne, mal echt Naja. Glück gehabt. Also da sind wir schön langsam zurück und Ja, den ja. ganzen Weg zurück, immer auf der Hut, immer geguckt, wo ist der, wartet der irgendwo, weil wenn der schlau gewesen wäre, hätte der irgendwo gewartet. Aber nee, der ist scheinbar einfach wieder abgehauen. Ja, wir dann ratzfatz runter, zurück zum Auto. Und das waren ja auch locker 3 Kilometer hier vom Auto. Wir mussten komplett durch so einen Wald, Ja, genau, wir einen haben Berg komplett hoch. woanders geparkt. Ach Gott, oh Normalerweise Gott. parken die Leute, glaube ich, direkt vor dem Erlebnispark. Auf andere Seite und wir sind hier von so einer wilden Seite sozusagen und ich glaube, das hat uns Arsch gerettet, ne? Naja gut, ich hoffe, die kurze Tour hat euch trotzdem gefallen. Lasst uns einen Daumen da, abonniert unseren Kanal und schaut euch weitere Videos von uns an.